Wir stehen hier in der Kirche Santa Maria dell'Anima vor der Fokker-Kapelle, gestiftet von Jakob Fokker aus Augsburg. Ursprünglich sah die Kapelle ganz anders aus. Da war das Gemälde von Giulio Romano, gemalt in den Jahren 1520-1522, und das befindet sich seit 1750 im Presbyterium. Und der alte Aufbau, den man jetzt sieht, ist auch aus jener Zeit, aus dem 18. Jahrhundert. Das Kruzifix, das jetzt da hängt, ist aus 1584 und gemacht von Giovanni Montana. Die sehen ein Christus sehr athletisch, sein Körper ist kräftig, gestorben. Es geht uns jetzt darum, die Malerei Erum uns anzuschauen. Von Sermoneta aus dem Jahre 1550 so ungefähr. Und es geht um das Leben von Maria, genau wie das ursprüngliche Altarbild. Wir sehen an dieser Seite unten die Geburt Mariens. Ihre Mutter Anna liegt im Bett, sie bekommt Besuch und das Kind wird gewaschen. An der anderen Seite sehen wir eine Szene, die nicht in der Bibel steht, apokryph ist, der Tempelgang von Maria als Kind. Und dann, wieder an dieser Seite, oben, ganz oben, sehen wir Maria, die ihre Nichte Elisabeth besucht, also Lukas. Und an der anderen Seite das Kind Jesus, das von Maria aufgetragen wird im Tempel. Und zwischen diese vier Szenen sehen wir Gabriel besucht Maria. Und sie wird einen Sohn bekommen. Sie wird überstrahlt worden von dem Heiligen Geist. Das Fest, das Hochfest, das wir feiern am 25. März. Und dann in der Kalotte, Maria wird in die Himmel aufgenommen. Und die Apostel, die bleiben staunend hinten.